Sascha. Man spürt in deinen Bildern die Liebe zur Malerei. Du bist eine begeisterte Malerin. Was fasziniert dich an der Malerei? Ich habe ganz früh versucht oder überhaupt eine Ausdrucksweise darin gefunden, also bereits in der Malerei, aber auch in anderer Kunstform sehr früh schon das Gefühl gehabt, das ist eine andere Form der Sprache, der Übersetzung verschiedener Dinge, die mich beschäftigt haben. Und diese Liebe zur Malerei insbesondere ist dann mit den Jahren gewachsen, immer mehr, natürlich auch durch das Studium hat sich das verfestigt. Und dieses große Maß an Möglichkeiten hat sich immer mehr offenbart und tatsächlich sogar je weniger Fläche oder je weniger Grundstock da ist, eben eine Leinwandfarbe und möglichst dünner Auftrag, desto mehr Potenzial in Räumlichkeit und Volumen habe ich entdecken können. Du arbeitest zwischen Abstraktion und Figuration, den beiden großen Traditionslinien der Malerei. Wir stehen hier vor dem Bild Lilo 2020. Wie nimmst du in diesem Bild die beiden Linien auf? Also hier finde ich besonders präsent, dass natürlich eine ganz große Pinselrichtung, also ein Duktus, der sehr stofflich wirkt, einmal das Bild gliedert und die Komposition schon aufbaut. Gleichzeitig gibt es halt auch nicht nur auf malerischer Ebene, sondern auch auf darstellender Ebene um die Begegnung zwischen verschiedenen Momenten. In dem Fall auch ein Arm und beziehungsweise zwei Arme, die so kurz vor einer Begegnung stehen und eben mit Stoff auch in Verbindung oder in Berührung kommen. Dann sind aber solche Formen, die eigentlich sehr aus dem Negativ entstanden sind plötzlich sehr präsent und werden nicht nur zu einem Arm oder zu einer Struktur, die Volumen besitzt, sondern auch zu einer ganz abstrakten, fast collagenhaften, ausgeschnittenen Form. Und im Gegenzug dazu entstehen eben auch die Negativformen, die das abgrenzen, also das als Abstraktion oder als Raute erkennbar lassen. Dann spielt natürlich auch Licht eine ganz wichtige Rolle und dieses Hin und Her zwischen Figuration und Abstraktion ist ein total schmaler Grat, finde ich, der aber unglaublich viel Spannung birgt. Dadurch, dass man eben wirklich immer wieder ausloten kann. Das dauert auch, ne? Das ist ein langer Prozess und das ist genau das Spannende eigentlich an dieser Verbindung und dieser eigentlich auch Vereinheitlichung, dass sowohl das eine als auch das andere sein kann. Abstrakt und Figuration schließt sich nicht aus, sondern sind übertragen auch auf die eigene Wahrnehmung in der eigenen Umgebung. Also es ist ja eine Bildersammlung. Bei einer Malerei ist ja der Bildgrund, also der Bildträger, sehr speziell. Kannst du uns dazu etwas sagen, wie du zu diesem Nylon gekommen bist? Ja, also ich habe irgendwann angefangen, immer tiefer in diesen Bildraum einsteigen zu wollen, schon durch Lasuren innerhalb der Malerei selbst. Das habe ich dann auch damals schon auf den Grund ausgeweitet und verschiedene Stoffe in Öl getränkt und Lacke ausprobiert oder auch transparente Papiere, um eben noch mehr Möglichkeit zu haben, in den Raum dahinter einsteigen zu können, beziehungsweise auch nur diesen feinen Raum der Leinwand, auch feine Gewebe. In dem Fall ist es noch dünner geworden, auch das Gewebe, und trotzdem hat man sehr viel Möglichkeit, Volumen und ausschnitthafte, collagenhafte Sequenzen zu erzeugen und eben für die Malerei zu arbeiten im Grunde, durch diese ganzen Lasuren, diese intensive Farbauftrag an manchen Stellen, der eine ganz tolle Farbvibration dann aufbauen kann, eigentlich sehr klassisch und altmeisterlich. Aber in dem Fall doch auch nochmal eine andere Schwingung mitbringend, dann mit solchen harten Cutouts oder auch eben ganz weichen Verläufen. Da gibt es auch wieder ganz viel räumliches Potenzial über den Bildträger hinaus. Und selbst das passiert natürlich nur in der Imagination bzw. im Auge. Aber es ist immer noch dieser Hauch
Stoff. Stoff und Farbe. Speziell an deiner Malerei ist ja auch, dass du nicht mit einem Bild oder Farbmittel arbeitest, nicht ausschließlich in Öl, sondern auch da sehr experimentell verschiedenste Malmittel aus unterschiedlichen Traditionen verwendest. Kannst du uns an diesem Bild da ein bisschen zeigen, wie das entsteht und ja, welche Mittel du einsetzt? Also am Anfang ist es tatsächlich so, dass ich eher auf wasserbasierenden Medien aufbaue und dazu gehört dann wirklich ganz zu Beginn eine transparente Grundierung, in der ich im Grunde schon Kompositionen festlege oder ja, wie Zeichnungen, aber in einzelnen Formen durch abgedeckte Stellen und nicht grundierte Stellen und dann eben grundierte Stellen aufbaue. Das kann man hier so wissen, denn hier ist schon eine bereits grundierte Fläche, transparent, und diese Ecke ist überhaupt nicht grundiert, genauso wie diese gesamte Fläche, die sich hier und hier aufbaut. Dann arbeite ich auch weiter mit Tusche und auch Kreidegrund, Ölfarben, neuerdings sogar Acrylfarben. Und das ist eigentlich auch so eine Zwiesprache, die Korrespondenz zwischen den einzelnen Farben immer wieder. Das kann sich sogar auch abwechseln, sogar Dinge, die sich eigentlich nicht so vertragen. Dadurch entstehen dann solche Strukturen, dass es eben dann sowas wie Tusche über Ölfarbe entsteht. Dadurch hat man aber eben unterschiedliche Möglichkeiten der Oberflächenstruktur, die aufzubauen und auch wirklich so haptische Empfindungen anzuregen, die dann samtig wirken oder ganz glänzend und von der Seite auch ihre Farbbrillanz total verändern können. Und gleichzeitig entstehen eben auch so ganz gläserne Momente an ungrundierten Stellen, wo die Farbe noch ausblüht. Dass, ja, dass man das Gefühl hat, es wird wieder eine Ebene davor geschoben, beziehungsweise nicht wirklich davor, sondern sie lässt immer noch diesen Durchblick zu, aber auf einer anderen Wahrnehmungsebene. Wir stehen hier vor einem großen Format, einem Diptychon, das den Titel Trans hat. Deine Bilder adressieren ja den Betrachter in einer ganz spezifischen Weise. Ja, wie ist das, wenn du die Bilder malst, denkst du an den Betrachter und oder welches Verhältnis haben deine Bilder? Dadurch, dass ich ja auch im Grunde schon der Betrachter bin im Prozess, spielt der Zukünftige natürlich auch immer eine Rolle. Und gerade jetzt in dem Fall auch die Größe natürlich, weil man wirklich das Gefühl hat, man kann einsteigen in das Format, aber auch völlig unabhängig davon, die Varianz zwischen unterschiedlichen Flächen, Oberflächenstrukturen zum Beispiel, dass es ganz glänzende Momente gibt, die dann häufig aus Ölfarbe bestehen und vielen Lasuren, die aber eine ganz dichte Farbtiefe auch mitbringen. Verändern die Bilder sich, sobald der Betrachter oder der Maler in den Raum kommt und den Raum betritt und in Kontakt mit diesen Arbeiten tritt. Und bei der Bewegung wird das natürlich sofort eindeutig. Und diese Kontaktaufnahme ist, glaube ich, eine sehr gegenseitige dann, sobald man ja, sich in dem Raum mit einer Arbeit von mir bewegt. Und natürlich ja, deine Bilder wirken ja auch ganz stark eben durch diese Vor- und Rückklappen. Sie kommen auf einen zu, gehen aber auch von einem weg. Und das erinnert mich auch ganz stark an digitale Screens. Du siehst ja auch ganz viele Bilder an und du hast ein riesen Bildgedächtnis. Wie siehst du deine Bilder im Vergleich zu den neuesten Medien, eben zum digitalen? Natürlich fließt im Grunde tatsächlich alles ein. Also das ist, wie du schon sagst, ein Bildgedächtnis, das durchaus durch die digitalen Medien geprägt ist, aber auch durch den Alltag, durch die alltägliche Begegnung mit Menschen, mit Licht, mit Form, mit allem im Grunde. Und diese Bewegung da drin im Grunde, diese fluiden Momente des Pinselduktus, aber auch die Bewegung von einer Körperlichkeit und einer Begegnung, diesen kurzen Moment von einer
Berührung. Das sind Dinge, die uns alle betreffen und natürlich sehr zeitgemäß sind. Und durch die, ja, dieses Digitale, was du meinst, glaube ich, ist natürlich auch in dem Fall besonders eindrücklich, weil Formen, die jetzt umrundiert sind, zum Beispiel an der Stelle, wirklich so viel Bewegung zulassen, obwohl sie ja statisch festgemalt sind, dass man automatisch an so eine Lichtigkeit auch schon an den digitalen Screen denken kann. Und dieses brillante Licht, was sich auch ständig verschiebt, das hat natürlich viel mit unserer Zeit zu tun. Gut, die Präsentation hier in der Galerie für Gegenwartskunst in Freiburg, die nennst du Fluo. Wie bist du zu diesem Titel gekommen? Fluo verbindet natürlich zum einen dieses kleine Bild hier, was Fluo heißt, verbindet diese bewegte Bewegung, diese fluiden Momente und Fluid Bodies angelehnt. Auf der anderen Seite finde ich, Fluo erinnert ja auch sehr an was Fluoreszierendes. Was im Moment besonders Thema ist, dadurch, dass eben solche Farbverläufe wirklich ein Licht von hinten suggerieren und das Licht meistens wirklich aus sich selbst heraus leuchtet. Also ähnlich wie was Fluoreszierendes. Hier in Freiburg zeigen wir ja eine Werkgruppe, mit der du Leuland beschreitest. Du stehst vor zwei Bildern, die eben sehr monochrom gehalten sind. Kannst du uns diese Entwicklung oder dieses Leuland, das du hier beschreitest, ein bisschen beschreiben? Ja, ich habe tatsächlich ganz viele Formen versucht, bereits zu noch mehr zu beginnen anzulegen. Das heißt, nicht nur die ausgeschnittenen Formen, die ungrundiert sind, sondern am nächsten Schritt mit einer Art Grundierung im Kreisgrund ganz viele feine Abstufungen aufgebaut, mit denen ich dann den Bildraum so aufbaue und gestalte. Und das ist dann sehr praktisch gewesen, um auch meine Experimente in Richtung wasserlöslichen Farben auszufallen. Das heißt, es ist dann wirklich nur Tusche, Acryl ist hinzugekommen und irgendein Kreidegrund. Das kann man in der Arbeit natürlich noch besser erkennen. Es wirkt sehr monochrom, also Schwarz-Weiß-Bilder, ist aber natürlich trotzdem die Tusche, da ist nicht nur schwarz, da sind auch viele andere Farbtöne enthalten, aber der Bildaufbau entsteht wirklich nach und nach fast skulptural mit einer Art von Überlagerung durch viele, viele weiße Schichten. Es gibt eben Stellen, die komplett abgedeckt sind, die nahezu transparent aufgeben, dann wieder harte Kanten und Cutouts, die die Transparenz noch stärker durchlassen, sodass der Rahmen auch eine Funktion bekommt. Genauso da oben in den ungrundierten Stellen wird noch präsenter, wie die Farbe sich in der ganz abgegrenzten Form anders verhält. Und das ist ein ganz neues Feld, was ich gerade beschreite und was total spannend ist, also auch in anderen monochromen Farbfeldern kann ich mir das gut vorstellen. So, jetzt rasch mal los. Yeah.